Nummer 3 in einer Mod namens Altes Leid. So, meine lieben Freunde, hallo und willkommen zu unserer allerersten Folge Altes Live, einem Arma 3 Mod. Ja, und heute mit dabei der Benny. Servus. Und meine Wenigkeit, der Tarki. So, ich habe jetzt gerade eine Night Vision, ich kann mir zeigen, wie es ohne Night Vision ist. Nicht wirklich. Gut, deswegen Night Vision. Aber es wird heller. Es wird heller, richtig. Ja. Jetzt, da unser Auto weg ist, gehen wir zur Bushaltestelle. Toll. Bushaltestelle, muss rückwärts joggen oder was? Tighter, immer tighter. Tighter, immer tighter joggen, tighter joggen. Ja, das ist jetzt unser Ersatzprodukt zum Creativerse, was wir in der letzten Folge dann abmoderiert haben, weil. Sind wir doch mal ehrlich, wir haben es jetzt durchgehabt und mehr geht irgendwie nicht. Und nur um irgendwas zu bauen, weiß nicht, ob das dann so Sinn macht. Mach meinen Marker, ich habe da meinen Marker noch gesetzt. Anklicken, nee. Anklicken und Enter, genau. So. Ja, also zu dem Spiel nochmal. Also das ist eine Mod von Arma 3. Arma 3 ist auch schon 2 Minuten alt. Kann man den nicht reparieren, den Wagen hier? Wagen? Wo ist ein Wagen? Also du hast ja keine Night Vision, ne? Musst du echt mal eine Night Vision kaufen? Nee, der ist zu Schrott. Der wird nicht angezeigt. Ja, hier geht's im Prinzip. Im Prinzip ist Altes Live... anders als das Hauptspiel Arma, weniger ein Kriegsspiel, aber auch, sondern eher eine Lebenssimulation. Also hier muss man schon seine Geschichte parat haben. Hier gibt es Polizisten, hier gibt es Drogendealer, hier gibt es normale Menschen. Hier gibt es eigentlich so ziemlich alles, was man sich gedenkt sein zu müssen. Und ja, hier kann man im Prinzip tun, was man tun will. Wenn man mal einen Blick auf die Map wirft, also hier gibt es von Schildkröten, Kokainverarbeiter, Handverarbeiter, Waffenladen, Gangbases, Kupferminen, Tauchladen, ADAC, Polizei, Kraftwerk, Channel 7 News, also hier gibt es so ziemlich wirklich alles, muss ich gerade sagen. Hier gibt es wirklich alles. Diamantenmine, Salzmine, Eisenmine, Gasfeld, Schildkrötenankauf, Ganggebiet 3, Froschsumpf, altes Gefängnis. Also hier gibt es im Prinzip eine komplette Lebenssimulation. Ach, der Benny ist auch schon weg. Gut. Ich bin vor dir, ich warte auf dich. Ich will gerade mal das mit dem Chat ausprobieren, ob du das dann doppelt hörst. Ja, mach mal. Hallo? Ja, ein bisschen doppelt, aber das macht ja nichts. Doppelt? Okay. Aber wenigstens, wie war das? Was musst du da drücken? Hochstellen. Also wie? Feststelltaste. Feststelltaste. Hallo? Oh, jetzt höre ich dich auch damit. Hallo, hallo, du Schwein. Oh. Ein Schwein, 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 Schwein. Ja. Ja, wie gesagt, also hier kann man so ziemlich machen, was man will. Und wir wollen jetzt erstmal den komplett legalen Weg einschlagen. Legal? Legal. Wir wollen jetzt nämlich irgendwas mal schürfen, sammeln, ja. Wenn wir natürlich endlich mal ein Dings finden, ein Bus, damit wir nach Kavala kommen. Wir sind gleich an der Bushaltestelle. Entschuldigung. Ja, und mit dem Bus fährt man dann nach Kavala. Und in Kavala, ich habe ja schon 2 Autos gekauft, weil wir haben das mal kurz angespielt, um nicht ganz wie Vollpfosten auszusehen. Ja, ich weiß, es gelingt uns nicht. Aber trotzdem, weil wir haben jetzt, wie ihr gerade ja gesehen habt, gerade eben erst festgestellt, wie der Sprachchat in diesem Spiel läuft. Ja, aber es ist halt immer so. Es ist halt Arma, ganz ehrlich, habe ich vorher noch nie gespielt. Und ja. Ist halt so, ne? Voll beleuchtet die Stadt.
Ja, ich überlege gerade, ob ich mal meine Night Vision Geht ja voll ausmache. der Punk ab hier auf dem Fußballplatz. Ole, Ole, ole. viele Bäume, eine Straße. Ich hätte es gerade fast einen Witz erzählt, aber den lasse ich lieber. Was soll ich wissen? Ich kenne den. So, hier vorne ist die Bushaltestelle. Könnt ihr alles einsteigen, der nächste Bus. Oh, falsch. Hier Wo? rechts, rechts, rechts. Da Rechts? durch. Durch den Fritz Durch Hall. den, ja. Kommen wir direkt an der Haltestelle raus. Bim, 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 Oh, bim, es klingelt. Kurz ja. nach 12. Na, Benny, Geisterstunde. Telefon, du Schwein. Geisterstunde. Warte mal, ich muss mal Wo kurz ist denn mal hier? darauf Standard machen. Das macht mir so viel Geruckel hier. Wo ist denn die Bushaltestelle? Ah, kann ich ja selber schalten. Wo sind Ist wir das selber geradeaus? denn gerade? Ja, ich finde mich gerade nicht, weil ich vorhin die Karte durchgezappt und gezoomt habe. Ach da, hier sind wir. Also ein ATM zum Beispiel, ja, also jeder hat sein eigenes Geld. Kann man auch verdienen hier mit arbeiten. Und ja, die kann man im ATM, amerikanisch Geldautomat, abholen, dann gibt es Klamottenläden. Also es gibt hier wirklich alles. Aber wir sollten mal bei DP9 vorbeischauen, Benny. Da gibt es Lizenzen. Lizenzen, ja, die kaufen wir gleich. Rechts hoch ist unsere Bushaltestelle. Ja, aber hier DP9 in dieser Stadt. Einfach nur die Straße runter. Achso. Dann gehen wir doch gleich mal hin. Ja, eben. Dann gehen wir doch glatt mal dahin. Ich. Wo sind denn das Ausweis. Name ist Gebäude? Sir Benny, was? Habe ich deinen Ausweis gerade angeschaut, oder was? Ja, ich hab dir den Ausweis gezeigt gerade eben. Hast du? Ja, Meldekontrolle der Schweine. Warte, halt, jetzt weiß ich nicht mehr. Sind wir jetzt richtig? Ja, Oder? genau vom Haus. Hier rein, hier ist er ja. Der ist irgendwie eingemauert. Get Delivery Mission. Ach, das sind Bus Ich Missionen. komme von hinten. Ah, das sind Bus Missionen. Nee, Missionen will ich nicht. Gibt es ja noch einen anderen Mannequin? Nee, 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 nee. Ich dachte, da gab es Dings, da gab es, gibt es, weil hier muss man auch für alles, also, um es euch nochmal zu erklären, für alles eine Lizenz kaufen. Also, wenn man eine Waffe tragen will, braucht man eine Waffenlizenz, dann, ja. Wie gesagt, Waffenlizenz, dann gibt es einen Führerschein, muss man Oh, machen, top, jetzt kann ich nur noch. Bootsführerschein. Toll. Nee, oder? Liefer dieses Paket bei DP4 ab. Warte mal, habe ich eigentlich Kohle? Wo ist denn DP4? Ja, DP4, du bist jetzt in DP9, DP4. DP1 ist bei Kavala. Ja, von mir aus, dann fahren wir halt eben im Bus dahin. Hast du überhaupt noch Geld? Ich weiß gar nicht, wo wird denn hier Geld Ich habe angezeigt? ein OZ. RZ, ja. Ich 4 habe jetzt nur Oh, DP4 59. ist ja ganz weit weg, guck mal, das ist ja Ja, ganz wo denn? im Norden. Ja, wie heißt denn die Stadt? Nordwesten ist gar keine Stadt. Doch, da, guck mal. Das Gibt's da kein ist Dings, kein Bus hin? Oreo Castro. Guck mal, ob wir nach Oreo Castro da hingehen. Jetzt gucken wir mal, was Bushaltestelle ist da vorne. Ja. Hast du angenommen, die Mission? Nein, nee, nee. Aber du, lang doch. Oder soll ich ja auch annehmen? Na, kriege ich eine andere. Weiß nicht. J steht dran. Delivery Job. Du musst dieses Paket nach DP4 abliefern. DP3. Na gut, dann gucken wir halt mal, was ist und fahren mal da und dahin. Ja, wir Jetzt probieren machen wir das erstmal aus. deine und dann. Wenn nicht, dann kann man canceln die Mission. Macht ja nichts. Weil wir müssen ja Geld verdienen. Wir haben nur noch ein bisschen. Also was hatte ich nochmal? Insgesamt habe ich noch 8,3 Millionen. Ich habe nur Aber. 9.140.000 Bargeld habe ich. Ich komme nicht mehr raus. Escape drücken. Ja. Ich habe es nicht ganz erwischt. Da dachte ich, wusste ich nicht. Also meine Stadt gibt es nicht. Warte mal, wo muss ich denn hin? DP3. DP3, die gelben brauche ich. Was gibt's hier? DP10. Wie gesagt, Leute, bitte habt ein bisschen. Da, hier, DP3. In. Gut, wie heißt das denn? Ach, die gibt's gar nicht. Das ist gar keine Stadt. Dann gehen wir nach Kavala. Sytra. Sytra? Sirtra? Sirtra?
sind denn drei? Sirta. Geht's nach Sirta? Da oben. Mhm. Sirta. Ansonsten holen wir uns halt ein Auto und dann fahren wir die mal aus. Gibt Sirta? Sophia. Nee, Sirta gibt's. Ach Mann, was ist denn los? Ich kann nur dich anwählen und nicht den Bus. Nein, gibt's auch nicht. Dann gehen wir Kavala und fahren ein bisschen mit dem Auto rum. Genau, genau, genau. Oder soll man eine Stadt, wo da oben in der Nähe ist, nehmen? Ja, ich brauche halt erstmal eine Garage irgendwo. Ja, dann gehen wir in Kavala rein und fertig, oder? Genau. Kavala, dann holen wir uns ein Auto und dann fahren wir mit dem Auto beides ab und genau. Genau. Genau, ist ja wurscht. Werkzeugkasten haben wir dabei, macht Sinn. Richtig. Aber wir sagen gleich von vornherein, wir werden nicht schneiden. Also erstmal. Weil das für uns alles neu ist, dann hat es für euch auch neu zu sein. Ist mir scheißegal, was ihr denkt. So. Also Kavala. Jetzt hast du Scheiße. Was muss ich hier nochmal drücken? Leertaste, nee. Mausrad. Kavala haben wir gesagt, ne? Ja. Ich bin im Bus eingeschlafen. Beziehung, da redet. Da redet einer mit mir. Jetzt komm, mach doch die Türe auf, du. Wie bitte? Der macht die Türe nicht auf. Hm? Macht er bei dir die Türe auf? Dann geh ich halt hinten raus, kann mich doch am Arsch legen. Wie denn? Ja, hinten. Ah, hier macht die Türe auf, okay. Jetzt hab ich's. So, wir kaufen uns jetzt ein Auto, oder? Ja, ich muss erstmal hier durch. Oder gehen wir in die Garage. Wo bin ich denn jetzt? Kavala, Moment. Ich muss erstmal schauen, wo bin ich denn? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hier unten bin ich. Gut. Sir oder? Benny, Repo, Bus, Reporterbüro, Fitness Trainer, ATM, Fahndungsliste. Ein. Oh, halt, ich stehe mitten auf der Straße, Sekunde. Muss man gerade wechseln, es fährt mir noch einer um. Gibt's hier eine Garage? Ich sehe gar keine Garage. Ja klar, gibt's in Kavala eine Garage. Kfz-Handel. Ein Bus. Guten Abend, Herr Officer. Oh, da kommt einer. Polizei? Ja, ich laufe dir mal hinterher. Verfolgen. Der hält hier an. Der will mit mir reden. Der fährt rückwärts. Ja, der parkt da, glaube ich, ein. Der ist doch besoffen. Klare Frage, aber ist doch. Nee, 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 nee. Der muss noch Auto, Autoladen, Auto. Ach so, ja, stimmt ja, könnte schon was sagen. Der hat noch Strafzettel, glaube ich, zu zeigen. Hallo, ah, hier, Autoladen, da ist er doch. Ich spiele es in der 3D, das macht mir mehr Sinn hier drin zum Laufen. In der Third Person. Wie macht man das? Shift? Enter. Echt, Nummernblock, Enter. Nein, ich will doch. Ah, jetzt. Okay. Ich habe ein Auto. Guten Abend, Herr Officer. Er hat eine Waffe. Hallo? Ja, und zwar bin ich vor ein paar Tagen geblitzt worden und ich wollte mal fragen, ob ich das hier zahlen soll. Oder wie ich das genau mache. Okay. Dein Freund und Helfer. Macht irgendwie jetzt keinen Sinn, oder? Wenn ich helfen kann, würde ich Sie bitten, sich vom Polizeifahrzeug zu entfernen. Ja, 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 ja. Alles okay. Danke, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch, lieber Herr Officer. Wie ist denn der drauf? Ja, ich weiß auch nicht, der hat auch die netteste. Oh, ich mach gleich um. Weißt du, willst du dich mal stellen? Ja. Bitte entfernen Sie sich von dem Fahrzeug. Wie denn? Ja, hat Angst gehabt. Schließ halt ab, du Eimer. Komm, ich klau den jetzt. Oh, guck mal, was gibt's hier? Ah, es ist ja, wir sind schon beim Autohändler. Ja, ja schon, aber ich hätte gerne eine Garage finden. Vielleicht steht uns das Auto noch da drin irgendwie. Ja, kann man die einfach kaufen vielleicht? Ja, kaufen kannst du auch. Und dann hast du eine ganze Garage voll mit Autos. Weil da kannst du ja auslösen, das Auto. Aber ich finde hier gerade keine.
H-Sharp F. Garage, da steht doch Garage. Wo denn? Bei wo Anwalts denn? Anwaltskanzlei. Da daneben. Hey, wo denn? Ja, komm mit, ich hinter uns. Komm. Ja, dann markier's mal und dann laufen wir mit. Moment. Also, es tut mir jetzt leid, dass das hier alles noch ein bisschen verworren ist, aber wir spielen es halt auch wirklich das erste Mal. Bis auf das, ja, vielleicht eine halbe Stunde oder so haben wir es mal ein bisschen. Entschuldigung. Gespielt und ja. Hier ist doch die Garage, da steht er doch. Ah, dann kauf mal eine. Oder muss ich das jetzt machen, weil ich die Autos ja, vielleicht gekauft habe? Oder auslösen, ich weiß nicht. Vielleicht muss jetzt ja schon in der Garage stehen. Store-Vehikel? Warte mal, Vehikel-Garage muss ich erstmal. Store-Vehikel in Garage. Durchsuche nach Fahrzeugen. Einstellpreis, ich habe jetzt zwei Fahrzeuge hier. Das sind die Zoll. Genau, das sind meine, das sind meine. Genau. Der Sportwagen und der Offroader. Mhm. Und muss die im Prinzip abrufen? Ich kann das auslösen. Your vehicle is ready. Was steht und, warte mal. Ja, jetzt warte doch halt auf die Fresse. Yeah. Jetzt muss jetzt gerade mal. Mich hat's gerade hingelegt. Mir hat's gerade mal hingelegt. Du stehst noch. Das Auto ist wieder weg. Ja, ja, ich hab's gerade in die Garage gepackt. Vehikel Garage. F. Nee. So, was nehmen wir denn? Geländewagen, oder? Ja. Abrufen. Jetzt müsst ihr darstellen. Ah, da ist er ja. Fährst du? Du hast du Schlüssel? Dann machen wir mal auf. Nicht? Du hast Schlüssel. Schlüssel. Ja, 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 Schlüssel. Alles gut, alles gut. Sir Benny, Schlüssel. Hat mir einen Schlüssel gegeben. Schließen. So, jetzt gucken wir mal, geht auf. Warte mal, halt, schließen. Jetzt benutzen. Musst du drücken. Ja, ich weiß, geht aber noch nicht. Ich hab noch keinen Schlüssel. Ich steck halt schon mal ein. Ah, jetzt ist. Steck doch ein! Einsteigen. So. Ja, aber ich würde. Ja, du zu DP3. Warte halt. Markierst du doch eben, dann hast du die Anzeige. Ja, das auch, aber ich weiß nicht, wäre das ist was direkte Luftlinie. Nee, das zeigt ja schon. Ja, direkte zeigt, Luftlinie reicht ja mal. Wenn ich irgendwelche Straße nehmen muss. Ja, ist doch wurscht, ich sag dir das dann schon. Ja, ja, ich muss. Jetzt muss ich bloß erstmal DP3 finden. Ich find's gerade nicht. Jagdgebiet. Ach, Jäger kann man ja auch sein. Wo ist denn das? Aber so einen unfreundlichen Polizisten, oder? Das war ja echt der Hammer. Wenn du mir jetzt nochmal kurz sagst, wie das geht mit der Maus ausschalten, wo ich dir gesagt habe, ich finde sie gerade nicht. Mit Maus. Keine Ahnung. Ich hab's doch gemacht. DP2? Habe ich ja wurscht, dann guckst du dich halt nicht um. Ich brauche das aber. DP4? Du brauchst DP4, ne? Ich brauch 4, ja. Dann machen wir doch. Hä? Meth-Zutaten. Okay. Hä? Wo ist mein DP3? Das war doch hier irgendwo. Freie Sicht, ja, aktiviert, das war's. Hab's wieder gefunden. Ah, hier DP3. Warte mal, halt. DP3, fahren wir zuerst zu DP3, oder? Ah, jetzt habe ich es gefunden. Das Sytra. Fahrzeugfreise, okay. Du sagst mir wohin? Ja, warte, ich muss gerade erst. Na, jetzt. Halt. Ich sehe nichts. Ich glaube, umdrehen müssen wir. Wo bist denn du? Ah, da. Ja, dreh mal um. Da geht es ja gar nicht weiter, das ist ja zu auf die Straße. Ne, umdrehen. Ich war jetzt da. Geht auch nicht weiter. Alles sackert. Jetzt fahr doch da hoch! Umdrehen! Da geht's nicht weiter, das Sackgasse! Aha. Fährt hier voll durch die Botanik. Gut, jetzt muss ich auf jeden Fall nach links irgendwann hoch. Ah, du bist jetzt an der Paintball-Anmeldung. Jetzt nach rechts.
und auf der Straße bleiben. Und zwar lange bleiben. Na, mach mal meine. Ach, du hast jetzt wieder keine Night Vision gekauft, du Eimer. Soll ich vielleicht mal fahren? Ich mach Licht an. Hier noch in der Ortschaft oder außerhalb der Ortschaft? Immer geradeaus, immer auf dieser Straße bleiben, bis ich dir sage. Ich hoffe, dass da kein Blitzer steht. Ja, immer, immer. Ich fahre mit 100 auf ich, der Ortschaft. Ich höre jetzt nichts mehr. Warum höre ich dich nicht mehr? Hallo? Jetzt. Ich hatte gerade keinen Fahrzeugsound mehr. Wenn du im Fahrzeug innen drin bist, hast du ja kein Fahrzeugsound mehr, oder? Hast du noch? Im Fahrzeug. Doch, doch, der hat gerade während der Kartenansicht aufgehört. Also. Es ist einfach noch zu dunkel. Wird bald wieder hell. So. Bin ich noch richtig? Ja, ja, und jetzt die nächste mögliche große Straße nach links. Fährst du noch? Ich bin auf der großen Straße links. Genau, und da fährst du jetzt geradeaus. Die nächste große Kreuzung, große Straße nach rechts, aber es dauert noch ein bisschen. Also gleichwärtig große Straße nach links. Oh, leck. Was machst du denn? Ich sehe nichts mehr. Boah, ich bin tot! Was denn? Bin tot? Ich sehe nichts mehr. Darky Priest wurde getötet. Wie denn? Das weiß doch ich nicht. Ich hab, Alter, ich bin voll aus dem Auto gefallen. Ja, da bist du rausgesprungen. Oder? Nein. Du hast dich, glaube ich, überschlagen oder irgend sowas. Ich bin doch noch da. Ich bin ganz normal nicht mal das Auto beschädigt. Nix. Wo bist du jetzt? Bist du in Kavala? Ich kann respawnen. Warte mal. Ja, warte mal. Halt, respawnen. Wie mache ich das? Z wahrscheinlich, oder? Hä? Wo drücke ich jetzt da? Ja, um das rauszufinden, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge von Let's Play Altes Live mit dem MMCR-Clan. Also, bis zum nächsten Mal. Chaotentruppe on Tour. Tschüssen. Tschüss.